Was war? Was wird? Bosbach und Rach, die Wochentester. Kompakt, powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger. Und hier sind die Wochentester. Wolfgang Bosbach und Christian Rach. Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Ein herzliches Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach. Sie hören mit dieser Kompaktausgabe das Beste aus einer neuen regulären Folge. Heute mit Klartext zu den Landtagswahlen im Osten und zu den Migrationsgesprächen von Ampelregierung und Union. Heute zu Gast bei den Wochentestern Paul Ronsheimer, Bildreporter und Podcaster. In Deutschland geht's immer noch besser, als wir uns häufig einreden. Viele tolle Menschen kennengelernt. Unser Land ist großartig. Das muss man, glaube ich, in diesen Tagen immer vorweg schicken, bevor man auf diese großen Probleme kommt, die wir zweifelsohne haben. Denn was ich dort erlebt habe in den Wochen, wo ich für Sat.1 unterwegs war, da habe ich Menschen erlebt auf einer Frustrationsebene, einer Schwelle, wie ich es noch nie erlebt habe. Und es waren eben nicht so, wie manche uns das erzählen wollen, alles Rechtsradikale, alles Nazis, sondern häufig auch ganz viele, ganz normale Menschen, die vorher SPD gewählt haben, CDU gewählt haben. Und die sagen, sie haben die Schnauze voll. Und was mich dort in Greiz besonders aufgefallen ist, waren die Jungen, die ganz offen gesagt haben, natürlich wählen wir AfD. Wir glauben nicht daran, dass die Parteien, die es hier gibt, da etwas noch schaffen können. Und deswegen tun wir das. Mujib Latif, Klimaforscher und Bestsellerautor. Klar ist auf jeden Fall, dass eine Organisation wie die Letzte Generation wirklich sehr viel Akzeptanz gekostet hat. Die haben zwar wahrscheinlich gut gemeint, ich habe mich ja auch mit einigen von denen unterhalten und ich glaube, die haben in bester Absicht gehandelt, aber ich habe damals schon gesagt, als die ersten Proteste aufkamen, der Zweck heiligt nicht die Mittel und niemand steht über dem Gesetz, egal wie hehr das Ziel sein mag. Und das hat wirklich viel, viel Sympathie gekostet. Die vollständigen Gespräche hören Sie in unserer regulären Folge vorab im Wochentester Club und freitags ab 7 Uhr auf allen Podcast-Plattformen. Wie war die Woche? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Wochentester. Wolfgang, da du ja in unserer ersten Sendung nach der Sommerpause nicht da warst, deshalb jetzt mal eine ganze Reihe an Fragen an dich. Die Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen waren ein Debakel für die Ampelregierung im Bund, obwohl es eigentlich eine Abstimmung über die Landespolitik werden sollte. Die Protestparteien AfD und das Bündnis Sarah Wagenknecht konnten in Thüringen zusammen 48,6% der Stimmen gewinnen. In Sachsen liegen die beiden zusammen bei 42,4%. Wenn fast jeder Zweite und jede Zweite in Thüringen AfD und BSW gewählt haben und bei den Ampelparteien nur noch jeder Zehnte, warum ist das so ein Denkzettel für die Ampelregierung geworden, die ja mal als Fortschrittskoalition angetreten war? Ich kann mir das nur so erklären, weil der Wahlkampf nicht ausschließlich, aber ganz wesentlich von bundespolitischen Themen geprägt war. Thema Nummer 1, Migrationspolitik oder Reduzierung der anhaltend hohen irregulären Migration. Punkt 2, das wird in den neuen Ländern viel kritischer gesehen als im Westen der Republik, die Unterstützung für die Ukraine durch westliche Waffenlieferungen, insbesondere durch die NATO. Ja, das öffentliche Gezänke der Ampelparteien in Berlin, da wird ja geradezu zelebriert, welche unterschiedlichen Auffassungen man hat. Und dann kommt noch eine schwierige wirtschaftliche Lage bundesweit dazu. Und die Menschen generell mögen keine Bevormundung, die mögen keine Belehrung, die wollen nur gut regiert werden. Und diese Melange hat dann dazu geführt, dass sich immer mehr von den Ampelparteien abgewandt haben. Für mich ist sogar das Ergebnis der SPD in Sachsen noch überraschend gut, aber insbesondere die Grünen sind bei den Leuten durch. Wenn ich dann jetzt aber höre, was zum Beispiel Karl Lauterbach, also unser Gesundheitsminister, diese Woche gesagt hat, indem er Olaf Scholz als den besten Kanzler lobt, den wir je hatten und die Grünen
Parteivorsitzende Ricarda Lang behauptet, nein, die Menschen in Thüringen haben das Thema Migration gar nicht umgetrieben. Dann sitze ich da und dann fällt mir eigentlich die Kinnlade runter und frage mich, ist die Politik denn so entrückt oder sind das nur irgendwelche Floskeln, die dann da von sich gegeben werden? Also Lauterbach ist Rheinländer, offensichtlich hat er die Session vorgezogen. Er dürfte auch der Einzige sein, der die Haltung hat, vergesst Konrad Adenauer, vergesst Helmut Kohl, Willy Brandt, Helmut Schmidt, der Größte ist Olaf Scholz. Also ich kann das nur unter Humor abheften. Und bei Ricarda Lang, ich weiß nicht, wo sie war und mit wem sie gesprochen hat, möglicherweise überwiegend mit Parteifreunden. Selbstverständlich hat das Thema Migration eine große Rolle gespielt. Übrigens schon vor Solingen und Mannheim. Das hat dann nochmal neuen Auftrieb bekommen durch diese beiden Tragödien, aber das war vorher schon ein Thema. Übrigens, das ist auch bundesweit ein Thema, ob wir nicht die Aufnahmekraft unseres Landes überfordern. Herzhaft lachen muss ich mal bei dem Satz, ja, wir müssen unsere Politik besser kommunizieren. Soll heißen, die Leute sind eigentlich zu dumm zu verstehen, dass wir tolle Politik machen. Wir müssen es nur besser erklären. Nee, sie sind nicht gewählt worden, weil die Leute die Politik nicht verstehen, sondern weil sie sie verstehen. Das ist natürlich ein Dissens. Wenn ich jetzt Bodo Ramelow mir anschaue, sehr beliebter Ministerpräsident, Mitglied der linken Partei in Thüringen, der hat es natürlich als Spitzenkandidat seiner Partei auch nicht geschafft, da weiter irgendwie in Amt und Würden zu bleiben. Und der ist, glaube ich, seit 10 Jahren Ministerpräsident gewesen, hat dann natürlich im Bundesrat auch mit den ganzen anderen Ministerpräsidenten, Präsidentinnen, Kollegen zusammengearbeitet und da hat man nie was Schlechtes darüber gehört, sondern die sind ja da ganz gut miteinander rausgekommen. Trotzdem gibt es von der CDU ja diesen Unvereinbarkeitsbeschluss, dass man nicht mit der Linken irgendwie was macht. Nun hast die CDU natürlich gerade in der Bredouille doch mit dem BSW irgendwie zusammengehen zu können oder auch zu müssen. Wie passt das zusammen? Auf der einen Seite die Linke, nein, 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 weiche Funde, du Satan. Und auf der anderen Seite, ja, mit BSW, mit Sarah Wagenknecht, können wir ja mal gucken. Zunächst ist Bodo Ramelow ein wirklich untypischer Linker. Die Linke kommt ja aus der Tradition der SED, mehrfach umfirmiert, aber das ist immer noch das Gründungsfundament der jetzigen Linkspartei. Auch viele kommen ja noch aus der Tradition von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. Die Union kommt von Konrad Adenauer und Ludwig Erhard. Das ist schon ein fundamentaler Unterschied. Bodo Ramelow war immer Pragmatiker, ist ja ein Wessi, kein Ossi. Das gilt übrigens für jeden Ministerpräsidenten, dass er mit den Kolleginnen und Kollegen gut umgehen muss. Da spielt die Parteizugehörigkeit allenfalls am Rande einer Rolle. Ganz schwer zu erklären. Ich kann das formal erklären. Das ist aber eine reine formale Betrachtungsweise. Unvereinbarkeitsbeschlüsse hat die Union einerseits zur AfD, andererseits zur Linkspartei, nicht zum BSW. Ob wir einen bekommen werden, keine Ahnung. Und es bleibt ja abzuwarten, wie das Bündnis Sarah Wagenknecht sich politisch einlässt. Alles das, was wir in den letzten Wochen gehört haben, hat mit Landespolitik überhaupt nichts zu tun. Gar nichts. Keine Waffenhilfe für die Ukraine, so hat mit Landespolitik überhaupt nichts zu tun. Ich habe noch nie was von einem Erfurter Außenminister oder Auswärtigen Amt gehört oder von einem Erfurter Verteidigungsminister. Das größte Problem sehe ich darin, dass alles entscheidend auf Sarah Wagenknecht ankommt. Die erzählen jetzt natürlich die fromme Geschichte. Selbstverständlich verhandeln unsere Mitglieder vor Ort. Ich schätze mal, dass BSW in Thüringen 60, 70 Mitglieder hat, nicht mehr. Sarah Wagenknecht ist nur am Rande beteiligt. Alles Unsinn, die Partei trägt ihren Namen. Und wenn sie den Stecker zieht, ist Ende der Vorstellung. Da können die Parteimitglieder vor Ort überhaupt nichts dran ändern. Das kommt davon, wenn die Partei den Namen einer Person trägt, dann ist sie völlig von dieser Person abhängig. Das heißt, selbst wenn es, was ich noch überhaupt nicht sehe, aber selbst wenn es zu einem Bündnis käme, würde man permanent auf der Seife stehen, ob Sarah Wagenknecht jetzt den Daumen hebt oder senkt. Aber wie kommt denn jetzt der CDU-Chef Friedrich Merz aus dieser Bredouille heraus? Könnte es ein guter Trick oder ein Verfahrensmoment sein, dass er sagt, Menschenskinder, es ist und bleibt eine Landtagswahl. Natürlich haben bundespolitische Probleme eine große Rolle gespielt. Aber bitte, liebe Landesverbände in Sachsen und in Thüringen, ihr entscheidet das vor Ort. Also sprich, er lässt ihnen freie Hand.
Das ist die eine Betrachtung, das hat er ja auch schon selber gesagt, aber es gibt natürlich auch eine andere. Ich bin ja selber nicht darüber begeistert. Am liebsten hätte jede Partei die absolute Mehrheit, dann musst du auf andere keine Rücksicht nehmen. Es geht um Alternativen. Also alle die, die das jetzt kritisieren, mögen mir bitte sagen, was denn die Alternative für die CDU in Thüringen wäre. Soll die CDU sich da zurücklehnen und soll sagen, sorry, AfD nein, Linke nein, BSW nein, wir überlassen jetzt das Feld der AfD. Also alle, die sagen, BSW nicht anders behandeln als die Linkspartei, sollen bitte mitteilen, wie es dann weitergeht. Wenn sie das nicht können, sollen sie sich zurückhalten und nicht so tun, als wenn in den neuen Ländern in der Union nur Deppen am Werk wären, die keine Ahnung haben, wie man solche Gespräche, Sondierungen, spätere Koalitionsverhandlungen führt. Beide werden sagen, in erster Linie geht es um Thüringen, in erster Linie geht es um Sachsen, aber es geht natürlich auch, insofern ist die Frage berechtigt, um die Glaubwürdigkeit der Union auf Bundesebene insgesamt. Da habe ich noch eine Nachfrage dazu. Müsste man da nicht vielleicht über den eigenen Schatten springen bei der Linkspartei? Ist nicht letzten Endes das Bündnis Sarah Wagenknecht viel unkalkulierbarer als die Linkspartei für die CDU? Ich habe es ja gerade schon gesagt, wir haben einen Unvereinbarkeitsbeschluss mit der Linkspartei. Und auch das ist mit die Formalie, aber... Ja, das müsste man den nicht in Frage stellen? Genau. Ich sehe im Moment überhaupt keine hinreichenden Schnittmengen für eine tragfähige Koalition mit der Linkspartei. Koalitionen kommen doch nicht nur zustande, wenn die Addition der Zahlen eine Mehrheit entgibt, sondern auch wenn ein hinreichendes Maß an politisch-inhaltlicher Übereinstimmung gegeben ist. Das sehe ich jetzt bei der Linkspartei nicht und übrigens beim BSW auch noch nicht, aber dafür muss man ja erstmal mit denen reden. Okay. Wolfgang, dann gucken wir mal nach vorne. Das war ja jetzt nur das letzte Wochenende und am 22. September wird auch in Brandenburg gewählt. SPD-Ministerpräsident, das wird also schon wieder eine Herausforderung. Und vorher wollen die Ampelparteien und die Union ausloten, ob sie sich auf eine gemeinsame Migrationspolitik einigen können. Friedrich Merz hat ja Zurückweisung an der deutschen Grenze zur Bedingung gemacht für weitere Gespräche. Pokert Merz da nicht sehr hoch? Kann sich da zum Beispiel die Grünen darauf einlassen? Ja, das ist eine gute Frage. Es ist zunächst einmal seine Haltung, schrägstrich unsere Haltung. Ich bin da eher skeptisch, ob sich das mit den Grünen machen lässt. Das ist ja ein Herzensthema für die Grünen. Offene Grenzen, kein Mensch ist illegal, wir weisen niemanden zurück. Also der Politiker, die Politiker lieben insgesamt Kompromisse, Christian. Kompromiss ist die Krönungsdisziplin. Am Ende müssen immer beide Seiten sagen können, sie haben sich durchgesetzt, darf keine Verlierer geben. Aber zwischen der Zurückweisung und der Einreisegestattung gibt es ja keinen Kompromiss. Man kann ja nicht sagen, alle geraden Tage lassen wir Einreise zu, alle ungeraden Tage weisen wir zurück bei irregulärer Migration. Deswegen wurde mal das Thema Transitzentren angesprochen. Jetzt wird's ganz kompliziert, das was für Feinschmecker der Juristerei, da ging es um die Fiktion der Nicht-Einreise. Denn eins ist klar, entweder befindet sich der Bewerber noch in einem anderen Land oder er ist schon bei uns. Wenn er sich bei uns aufhält, kommt er auch bei uns ins Verfahren. Heißt nicht, dass er anerkannt wird, aber es wird geprüft, ob das Asylbegehren sachlich gerechtfertigt ist oder nicht. Wenn er sich noch im anderen Land befindet, ist das andere Land zuständig. Und es gibt eine Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes, Zurückweisungen nur an den Außengrenzen der Europäischen Union. Wenn das die neue Haltung sein sollte, würde das im Umkehrschluss bedeuten, jeder, der sich innerhalb der Europäischen Union aufhält, kann von Land zu Land reisen und überall Asylanträge stellen. Und wenn er einen gestellt hat, kann er wieder weiterreisen, im nächsten Land einen Antrag stellen. Nirgendwo könnte er zurückgewiesen werden, selbst wenn durch Abnahme der Fingerabdrücke feststeht, dass die Person schon 5 Asylanträge in anderen Ländern gestellt hat. Das kann nicht richtig sein. Und deswegen müssten wir eigentlich eine entsprechende Klarstellung haben in der Dublin-III-Verordnung. Also ein Asylantrag auf jeden Fall und dann warten wir ab, wie der beschieden wird. Wenn das nicht zustande kommt, hat Friedrich Merz recht, dann müssen wir uns auf Artikel 72, 74 des EU-Vertrages berufen und müssen sagen, wir sind an den Grenzen unserer Möglichkeiten angelangt.
Der VW-Konzern, Christian, stellt seine Jobgarantie bis 2029 für die etwa 120.000 Beschäftigten in Deutschland zur Disposition. Werksschließungen nicht ausgeschlossen. Hintergrund: VW-Finanzchef Antlitz. Es fehlen Autoverkäufe im Volumen von, Achtung, 2 Werken. Christian, ist Volkswagen so eine Art Alarmzeichen für den Industriestandort Deutschland? Ja, das kann man natürlich so sehen. Auf der anderen Seite müssen wir jetzt aufpassen, dass wir nicht alles auf die Regierung schieben und auf Ukraine und das fehlende russische Gas. Richtig ist, dass viele Autozulieferer jetzt auch schon Insolvenz angemeldet haben. Wenn ich dann mir aber anschaue, was für Mittel da jetzt geplant werden um E-Autos, und darum geht es ja, dass Volkswagen beklagt, dass der Absatz von E-Autos zusammengebrochen ist und dass sie deswegen das gar nicht mehr produzieren können. Und dann ist die Antwort der Regierung, okay, wir erhöhen diese steuerliche Absetzbarkeit von 75 auf 95.000 Euro. Das ist wirklich eine ganz schwierige Sache. Auf der anderen Seite sagen diese Zahlen natürlich auch unglaublich viel über das Denken in den Chef- oder Entwicklungsetagen, zum Beispiel von Autokonzernen nach. Wenn ich sehe, was da an E-Autos auf den Markt kommt, dann sind das in der Regel riesige Schiffe, schwerer als die sonstigen größten Autos waren. Und wo man dann sagt, ja, warum fährt man denn dann noch E-Mobilität? Und ich befürchte, dass zweierlei da schon richtig ist. Das ist die fehlende Innovation auch in deutschen Industrieunternehmen ist, nicht in allen. Und aber auch die Wirtschaftspolitik, die wir im Moment da in Deutschland haben, die Rahmenbedingungen, die sind fatal. Es wird von allen wirklich bemängelt, diese Bürokratie, Zunahme. Es wird nicht abgebaut. Jede Regierung sagt, wir müssen abbauen, aber die Bürokratie nimmt zu. Wir haben in Deutschland über 50.000 Einzelnormen, die erfüllt werden müssen. Über 50.000. Das muss man sich mal vorstellen, was das heute für den Industriestandort Deutschland bedeutet. Und die gesamten Genehmigungsverfahren dauern Jahre. Und ich glaube, dass wir an das so schnell rangehen müssen und nicht nur im Konditional rennen, man müsste doch an die Bürokratie, sondern dass es die dringendste Aufgabe ist, die wir in Deutschland haben, das zu machen. Und ja, Volkswagen ist ein Alarmzeichen mit vielen Deutungsmöglichkeiten, aber Alarm ist Alarm und da sollten alle roten Lampen angehen und wo man sagt, Freunde, wenn sogar Volkswagen, man muss nur den Namen nochmal hören, in solche Schwierigkeiten kommt, dann müssen wir handeln. Was wird? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester. Am Samstag vor 75 Jahren sind die ersten Briefmarken der Bundesrepublik Deutschland erschienen. Christian, wann hast du denn zuletzt eine Briefmarke auf einen, Achtung, handgeschriebenen Brief geklebt? Da bin ich ganz ehrlich, das ist lange her. Aber was ich wieder entdeckt habe, und zwar über unsere Tochter, das muss ich ganz ehrlich sagen, ist Postkarten verschicken. Und nun sage ich mal, Postkarte ist ein kleiner Brief und da gehört immer eine Briefmarke drauf. Und ich stelle fest, dass sich die Adressaten so sehr über diese kitschigen Postkarten freuen, dass es mir eine wahre Freude ist, Postkarten zu verschicken. Und das mache ich häufig und gerne, muss ich wirklich sagen. Also ich finde es eine großartige Mitteilung, mal nicht schnell ein Bild zu posten, nicht schnell irgendwie eine WhatsApp mit einem Anhang zu schicken oder sonstiges, sondern eine Postkarte zu schreiben, die vielleicht mehr darüber hinausgeht. Das Wetter ist schön, das Essen schmeckt. Im Moment kein Brief, aber Postkarten, ich glaube, die letzte vor 2 Wochen. Am Samstag feiern Bundestag und Bundesrat ihren ebenfalls Geburtstag, nämlich ihren 75. Jahrestag mit Bürgerfesten und Festreden in Bonn und in Berlin. Wolfgang, was der Bundestag macht, wissen sicherlich die meisten. Aber wenn ich mich so umhöre, dann haben doch immer wieder viele Menschen das Problem mit dem Bundesrat, dass sie nicht wissen, wozu ist der Bundesrat eigentlich geschaffen worden. Was macht der Bundesrat? Kannst du uns da Erklärung geben? In aller Kürze, der Bundesrat ist ein Verfassungsorgan, wie der Bundestag auch.
Und das ist die Vertretung der Länder beim Bund. Und ganz wichtig ist zu beachten, dass nicht der Bund die Länder gegründet hat, sondern die Länder den Bund. Und viele meinen ja, Obersticht unter. Also der Bund müsste sich immer gegenüber den Ländern durchsetzen. Also das sehen die 16 Länder aber ganz anders, denn der Bund hat nur solche Kompetenzen, die ihm von den Ländern einmal zugebilligt worden sind oder die sogenannte Annexkompetenz. Also es gibt Dinge, die kannst du nur bundesweit einheitlich regeln. Immer Währung, Außenpolitik, Verteidigungspolitik, das sind so klassische Beispiele. Aber der Bundesrat wirkt an der gesamten Gesetzgebung des Bundes mit, gleich ob zustimmungspflichtig oder nicht zustimmungspflichtige Gesetze. Zustimmungspflichtige Gesetze, und das sind nicht wenige, können überhaupt nur mit Zustimmung des Bundesrates in Kraft treten. Und auch ganz wichtig, jede Verfassungsänderung braucht eine Zweidrittelmehrheit, das ist bekannt, sowohl im Bundestag als auch im Bundesrat. Also der hat eine sehr, sehr starke Stellung im gesamten Gesetzgebungsprozess und im Verfassungsgefüge. Am Dienstag vor 60 Jahren wurde der millionste Gastarbeiter in Deutschland begrüßt, der Portugiese Armando Rodrigues de Sá. Er wurde auf dem Bahnhof in Köln-Deutz als 1-millionste Gastarbeiter feierlich empfangen, plus Moped als Geschenk. Christian, wie wichtig waren und wie wichtig sind immer noch die sogenannten Gastarbeiter? Erstmal für den Wirtschaftsstandort Deutschland, aber dann natürlich für Gastronomie und Esskultur. Also immens wichtig. Wir hören ja auch die Diskussionen heute immer noch. Wir brauchen qualifizierte Zuwanderung, wobei die Betonung auf qualifizierte Zuwanderung gelegt wird. Und unabhängig der Gastronomie, wenn man heute ins Gesundheitswesen schaut, in vielen, vielen wirtschaftlichen Bereichen, das sind immer, ich hasse das Wort, also ich finde es überhaupt nicht schön, Gastarbeiter, sondern wenn man nur Gast bleibt, wird man nie integriert. Also es sind Menschen, die vielleicht einen anderen Geburtshintergrund haben, als sie in den deutschen Grenzen geboren sind. Und ich sage, die Vielfalt, die wir in Deutschland haben, jetzt auch natürlich in der Gastronomie, die ist so großartig. Und was wären die ganzen Innenstädte, die kleinen Städte, ohne den Griechen auf dem Land, ohne den Dönergrill oder ohne das französische Restaurant und von den Italienern ganz zu schweigen. Das ist eine Vielfalt, die würde uns verloren gehen, wenn wir das nicht hätten. Und viele Menschen reisen ja immer in ihrem Urlaub ins Ausland, genießen das und sagen, aber hier bei uns wollen wir das nicht haben. Das hinkt natürlich extrem. Also ich bin froh, dass wir wunderbar toll integrierte sogenannte Gastarbeiter haben. Also Menschen, die heute zu uns gehören und die uns bereichern und die auch wirklich notwendig sind zum Funktionieren unserem wirtschaftlichen Standort und vor allen Dingen auch in der Dienstleistung. Und das ist nicht nur Gastronomie. Am Mittwoch, Wolfgang, findet das erste TV-Duell der Präsidentschaftskandidaten in den USA statt, nämlich Kamala Harris und Donald Trump. Wolfgang, Donald Trump ist ja durch den Rückzug von Joe Biden irgendwie so richtig in die Defensive geraten, hat man jedenfalls hier aus der Ferne den Eindruck. Deine Prognose, wird er im TV-Duell wieder in die Offensive gehen mit seiner unbeherrschbaren, selbststellerischen Qualität, die er da hat? Interessant ist ja, dass das vorangegangene TV-Duell zwischen Donald Trump und Joe Biden zum Aus von Joe Biden als Kandidat der Demokraten geführt hat. Ohne dieses Duell wäre er möglicherweise immer noch für die Demokraten in Amerika im Rennen um die Präsidentschaft. Also eins ist klar, Donald Trump wird eine veritable Gegnerin bekommen in diesem TV-Duell. Und so, der ist ja absolut rücksichtslos, absolut hemmungslos. Der wird auch wahrscheinlich die Wahrheit, ich drücke mich mal sehr vornehm aus, bis ans Äußerste verbiegen. Gut möglich, dass er auch aus der Rolle fällt. Viele halten das für Temperament, andere wiederum für eine Unverschämtheit. Also durchaus möglich, dass Donald Trump jetzt seine Grenzen aufgezeigt bekommen, aber Kamala Harris sollte ihn nicht unterschätzen. Und ich hoffe, dass es nicht zu einer wechselseitigen Anbrüllerei kommt, sondern dass die Moderatoren das Heft immer in der Hand behalten, sodass wir mal ein paar Sachargumente hören. Das vermisse ich im Moment. Also, dass Kamala Harris gerne, häufig, herzhaft lacht. Das ist jetzt bekannt, aber jetzt würde ich auch gerne mal inhaltlich erfahren, was trennt die beiden voneinander.
Am Mittwoch vor 10 Jahren starb der Moderator und Schauspieler Joachim Fuchsberger. Er wurde bekannt durch seine Rollen in den Edgar Wallace-Verfilmungen und moderierte unter anderem die Talkshow Heute Abend und die Quizshow auf Los geht's los in der ARD. Und wenn ich nicht total daneben liege, hat er auch mal die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 1972 in München im Stadion. Absolut. Gott sei Dank moderiert. Christian, was verbindest du mit Blackie Fuchsberger? Seid ihr euch mal persönlich begegnet? Ja, zuerst, was verbinde ich mit ihm? Er war natürlich ein unglaublich gut aussehender Mann. Blackie Fuchsberger und Senta Berger, da dachte man, das müsste so ein Traumpaar sein. Und er hat ja wirklich Jahrzehnte geprägt. Ob er der allergrößte Schauspieler war, das mag ich nicht beurteilen können. Jedenfalls in Edgar Wallace-Verfilmungen ist er natürlich immer als der gute Kommissar, der Inspektor da gewesen, und zwar großartig. Ja, und ich habe ihn auch kennengelernt. Wir haben mal einen netten Abend miteinander verbracht mit seiner Frau und meiner Frau. Und das war, ja, richtig toll. Er hat mir von seinem Leben in Australien, Tasmanien erzählt und dass er da auch meine Sendungen immer guckt und das großartig fand. Aber das ist nicht das Wichtige, sondern es war ein ganz charmanter Gesprächsabend, den ich eigentlich nicht vergesse, weil er ohne Allüren war, keine Berührungsängste hatte und die Initiative ging von ihm aus zu mir, und das fand ich ganz großartig. Und als ich dann gehört habe, dass er gestorben ist, hat es mich auch ein bisschen angefasst, ja. Und er hatte gute Umgangsformen, kann ich sagen. Ich bin ja auch schon ein bisschen älter, hatte ihn 2-mal in Sendungen und er hat sich nach den Sendungen bei jedem Einzelnen per Handschlag verabschiedet, von der Kabelhilfe bis zum Produzenten. Das gab es ehrlicherweise sonst nie. Bosbach und Rach. Im Internet diewochentester.de. Das waren die Wochentester kompakt mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite. Fragen gerne per Mail an kontakt@diewochentester.de. Wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, freuen wir uns ganz besonders. Alle Informationen zum Wochentester-Club finden Sie unter www.diewochentester.de. Danke für Ihre Zeit. Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Ein maßgenau Podcast, powered by Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.